Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von The Forest und bis hier mit unter Hütte. Tobi, ich schmeiß mal ein bisschen Geld ins Feuer. Ah, ja, da komm mal hier. Komm, auf dich heute. Einfach so. Hab noch 461 Scheine. Das ist gerade so, als wenn ich so ein Abo bei YouTube Premium abschließe, weißt du? Dann verfliegt das Geld auch einfach so im Feuer. Ja, ja, ist eine schöne Simulation einfach. So, hier oben waren wir jetzt noch nicht, aber unten geht's glaube ich auch noch weiter durch ein Wasserloch. Bin ich mir fast sicher. Feuchtes Loch, da stehe ich voll drauf. Weiß ich nicht, ob das so wahr ist, Tobi. Ach so. Das wird sich zeigen, okay, wenn man drin war, halt immer, ne? Ja, ja, ja. Kommt ja auch immer auf die Qualität vom Loch an. Oh! Das ist über uns, glaube ich. Hm? Was denn? Hast du das Gekreische gerade nicht gehört? Nee. Ach so, okay. Was liegt denn hier? Oh, hier liegt wieder. Oh, wieder eine Zeichnung. Oh. Timmy ist nicht happy. An das Spielzeug fragt keiner, oder was? Das Ding ist, du hast mit dem ja nicht mal was zu tun. Eben. Das ist ja mein Sohn. Du hast ja, ne? Du bist ja jetzt nur mit drin, weil wir zusammenspielen hier gerade. Stimmt eigentlich. Also, was tangiert dich das? Kann dir eigentlich egal sein. Eben. Lass mich in Ruhe. Ekelhafter Sohn. Hey, wieso kann ich, ich kann keine Mollys mehr tragen, oder was? Kann man nur bestimmte Mollys tragen, bestimmte Anzahl? Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube. Was Scheiße. Hier oben ist noch ein Scheiße. Die sind Scheiße. Kann man das nicht... Ne, das kann man nicht sprengen hier, oder? Äppelkäse. Ich glaube nicht. Also, es kann sprengen so... Könnte klappen, ich weiß es nicht. Das sieht so aus, als könnte man es sprengen, aber irgendwie ist da kein Sprengsymbol. Hast du Dynamit? Weil ich habe nur noch eine Stange, die wollte ich sparen. Herr Stange, Range. Ach, ich könnte noch eine Bombe machen, theoretisch. Ich habe gar nichts. Ich habe gar nichts. Warte. Wie machte man nochmal eine Bombe? Ich nehme. Guck dir mich an, ey. Guck dir einfach mich an. Soll ich meine Mutter fragen? Soll ich meine Mutter fragen? Okay, warte mal. Isolierband, Alkohol, Geld und Platine. Wo ist denn hier das Geld? Gut zugucken, liebe Zuschauer, ne? So baut man Bomben. Münzen, 4577 und eine Platine. So. Okay, mal gucken. Hab schon ewig keine mehr gehabt. Guck mal, Tobi. Oh. Mal gucken. Das sieht cool aus irgendwie. Ne? Mal schauen. Vorsicht, 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 Tobi, Vorsicht! Nee, bringt nix. Null. Naja, war ein Versuch wert. Gut, dann haben wir hier hinten eine richtig wertvolle Zeichnung gefunden. Diesem hässlichen Kackkind. Ja, weiß ich auch nicht, was das soll. Guck mal, Papa, ich hab mich gemalt. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass das von mir ist, wenn ich ehrlich bin. Das war eine Vermutung eigentlich schon lange. Hm. Und seine Mutter sah ein bisschen aus wie Muschi Klaus. War ein sehr lustiger Abend. Feuchtfröhlich, sagst du? Ja, ja, ja. Nichts, was ich bereue, aber nichts, was ich auf Video haben will. Da schlangen sie ihre 8 Beine um mich. Ja, wollen wir mal probieren? Tschüss. Machen Sie es gut. Wie ging das bei Mario? Wo geht's hier hin? Hä, ist ja irgendwo eine Spalte oder irgendwas? Weil hier geht's ja sonst nicht weiter. Oh, warte mal, hier ist E. 37 Münzen gesammelt. Ja, hey. Hier sind lauter Münzen. Das ist ein Wunschbrunnen. Toll. Ja, heftig. Ja, wieso wir jetzt da mein Leben bereichert, ja. Ich dachte, jetzt ist voll die Action hier unten, weißt du, das ist doch scheiße. Boah, wenn die hier einen Spalt versteckt haben, dann wäre ich aber sauer. Nee, hier ist nichts. Wärst du so freundlich? Falsches Spiel, was? Ja, das war ja nichts. Oh, mir ist kalt. Oh, ja, mir auch. Aber richtig, Tobi, aber richtig. Wir haben doch irgendwo ein Lagerfeuer gehabt, oder? Oben. Ja, da müssen wir jetzt wieder hochklettern. Achso, ja, dann. Ach, ich kletter mal kurz hoch. Ich erfriere lieber. Hm? Okay, ja, dann. Mach's gut, Tobi, ne? Tschüss. Grüß die Base. Scheiße, man sich ans Seil springen kann.
Das Seil ist total sinnvoll, ne? Ja. Ach so, ja, hey, Tobi. Und Mann, Puffi hier rein, zack. Ah ja, ich schmeiß auch mal wieder ein bisschen mit rein. Ist doch egal. Hey, ist doch nur Geld, Tobi. Lacht. Ist doch nur Geld. Sonne lacht. Nee, it's nur Geld. So. Ich hätte gern die neue Axt. Das wäre natürlich auch noch nice. Ja, aber wo es die gibt, weiß ich halt überhaupt nicht mehr. Vielleicht in einem der 100 Arme, die diese Höhle noch hat. Ja, hat die noch? Ich weiß gar nicht. Also diese Höhle haben wir, glaube ich, oder? Sollen wir die nicht schon abgelatscht haben jetzt? Wird das jetzt abgehakt dann, oder wie, oder wo, oder was? Also ehrlich gesagt, ich erkenne hier raus nicht, dass wir irgendwas jetzt abgehakt hätten. Wenn ich ehrlich bin... Don't be afraid, just believe. Erkunde hängende Höhle ist durchgestrichen. Das heißt, ist wir das haben die hängende Höhle hier? Das müsste es wohl sein, weil eine andere haben wir noch nicht abgeschlossen, weil wir ja die Karte nicht hatten. Ach so. Ja, ja dann. Dann haben wir eine Höhle abgeschlossen. Gut, dass wir schon in 10 anderen waren. Na, dann müssen wir ja auch nochmal alle ablatschen und abschließen. Dann wissen wir zumindest, was noch bleibt. Vielleicht müssen wir die ja einfach nur einmal kurz betreten und wieder hochgehen. Vielleicht ist das dann schon abgeschlossen. Nein. Okay. Okay. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist. Tja, oh Geld. Gut, so richtig zufrieden bin ich jetzt mit der Höhle nicht, außer dass wir natürlich Map und Kompass haben, aber ansonsten ist das eher so ein okay. Oder? Das ist auch schon Spannenderes erlebt, ja. Ne, das denke ich eben auch. Nicht mal irgendwie ein Muschiklaus oder sowas. Hat man in der Höhle nie, ne? Hat man nur bei uns am Lager die ganze Zeit. Ja. Hier drin haben wir irgendwie gar keinen gehabt. Ne. Schräg. Ja, Mensch. Ich muss auf jeden Fall nochmal zum Flugzeug mir diese Liste holen, diese Passagierliste. Ich glaube zwar nicht, dass ich noch abhaken werde, aber... Wäre irgendwie ganz cool, die fertig zu kriegen. Also zumindest mal anzufangen bei mir. Dass ich die nicht mitgenommen habe. Ey, was ist da los? Ich habe keine Ahnung, ich war wahrscheinlich unkonzentriert. Oder hab's einfach schlichtweg vergessen. Ey, was ist denn los? Keine Ahnung. Was ist da los? So, was machen wir hier richtig? Hallo? Girl, you know, it's true. I love you. Din, 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 din. Oh, do you know, girl? War das nicht die, die betrogen haben? War das nicht die, wo es so voll den Aufschrei gab damals? Ja, Milli Vanilli, die nicht selber gesungen haben. Und dann beim, ja, Playback, genau. Beim Playback irgendwie kam es heraus oder so. Ich habe keine Ahnung. Also, was ich total assi finde, weil, sorry, aber es sind so viele auf Playback mittlerweile. Ja, aber bei denen war ja wohl das Ding, dass die einfach gar nicht selber gesungen haben. Huch. Nee, die haben nur getanzt scheinbar, das stimmt. Genau. Mit ihren wunderschönen, langen Haaren. Hey, Tobi, wenn du einen Kompass brauchst, na, hier liegt noch einer. Ich weiß nicht, warum der da noch liegt. Ich weiß ja nicht, was geil wäre? Hm? Ein Kompass. Ja, nimm dir doch einfach mal einen. Ich könnte mir einfach mal nehmen. Mach doch einfach mal, da sind genug für alle da. So. Sag mal. Hör mal. Ich höre nix. Weißt du nicht, dass da oben irgendwer lauert? Nee, ich höre nix. Jetzt habe ich was gehört. Ja, ja, ich glaube, da oben ist irgendwas Dickes. Oh nein, ich habe die Kollegen auch nicht auf uns gewartet. Nein, ich wollte nicht raus. Ich wollte noch nicht raus. Ich wollte noch nicht raus. Okay, rausgehen und wegrennen oder was? Ja, sind auch alle da. Schön. Au, au. Nee, das sehe ich jetzt überhaupt nicht, Freunde. Ja, wo musst du hin? Schon, ja, geringfügig.
Oh, ich habe keine Ausdauer mehr. Scheiße, und ich muss dringend trinken. Ich sterbe langsam, weil ich Hunger habe. Tobi, hau mal kurz ab. Ich kann dir da gerade kurz nicht helfen. Oh, ich hab keine Ausdauer. Ja, ich auch nicht. Ich muss kurz was essen. Vorsicht! Yeah. Hinter dir ist auch noch einer. Alter! Nur das Gefühl, dass das keine gute Idee ist. Wir können auch wieder in die Höhle rein und dann gehen wir in den anderen Ausgang. Aber einen haben wir schon erlegt. Lass das mal bitte gehen. Ich bin auch gerade erbost, Tobi. Ich bin richtig erbost. Jetzt habe ich keine Ausdauer mehr, Kollege. Stirb doch einfach mal. Ah, danke. Guck mal, er liegt schön hier. Oh. Was ist das denn? Das ist ja ein Kunstwerk. Ja. Oh, hä? Ja. Hä? Ja, hä? Was ist das denn? Aber hör mal. Da hinten ist Thrombose. Der latscht hinten durch den Wald. Oh. So, jetzt haben wir 5 Leichen. Also eigentlich sollte man jetzt wirklich mal... Ja, komm. Machst du? Okay, machst du. Okay, gut. Wo soll ich das hinbauen? Ist fast schon egal. Nee, ist es nicht. Wo soll ich das hinbauen, Erik? Bau doch... Ja, ruhig hier. Am besten vor den Totenschädel hier, oder? Okay. Vor diesem Schädelbaum, den man bestimmt nicht kaputt kriegt. Nee. Ist es hier genehm? Ist es so in Ordnung? Oder... Ja, hier? Ja, das ist wunderschön. Das ist wunderschön. Okay. So. Nee, echt? Das ist so schön, das aus der Pfütze. So. Guck mal hier. Ah, ist das schön. Wieder ein paar Eingeborene dezimiert, Alter. Huch. Ich widme dieses Lied dem Genozid. Alter. Das passiert, wenn man uns ficken will. Das passiert, wenn man uns ficken will. Das Lager voll kaputt gemacht. Oh, da ist egal. Das brennt einfach weiter. Ja, ist auch gut. Guck mal, die fallen trotzdem. Alter, wie die Knochen wegfliegen. Was ist denn da los? Flop. Alter, das ist ja wie Popcorn, Alter. Mit den ganzen Grafiken hier fallen die Knochen gar nicht mehr auf, ne? Alter. Okay, ich kann nicht mehr nehmen. So, also mach dich rund, ne? Also mach dir richtig schön Rüstung. Wobei, ich kann 2 Knochenrüstung anziehen. Achso, das wollte ich nicht. Halt. So. Gut, also ein paar kann ich noch nehmen, falls Bedarf besteht. Ja, ich sehe schon. So. Wir wollen ja nichts verschwenden hier. Hier liegt noch einer. 2. So, nochmal 2 Knochenrüstung gemacht. Oh nein, ich habe noch einen Mutant. Na egal. Das hat aber nicht so für die funktioniert, wie die dachten, wa? Nö, irgendwie nicht. Sind ja auch Loser. Lame einfach. Richtig lame. Was die hier geliefert haben, das war ja nicht mal ein Kampf. So, ich klaue dir noch die Wäsche. Wie findest du denn eigentlich hier diese Typen hier? Guck mal. Hast du noch gar nichts zu... Ach, du hast noch gar keine Zeit zu gucken, ne? Mit den Tennisspielern hier. Nee, was für Tennisspieler? Guck mal hier, der Typ vor dir. Geh mal rum, guck mal von vorne. Hier ist nichts bei mir. Nee? Hier? Nee. Nee, da liegt nichts. Das ist grün, einfach. Okay. Aber hast du hier nicht ab und zu mal, wenn du dich hier so umguckst, ab und zu mal so Opferstätten? Hier, also hier hängen welche, ne? Die hängen bei mir, glaube ich, auch. Die hängen, hier hängen welche, genau. Genau. Aber hier müssten ab und zu bei dir so Tennisspieler sitzen und in ungünstigen Positionen mit einem Schläger im Hals und so. Warte, ich guck mal da drüben vielleicht nochmal. Ach, hier ist einer. Wo bist du denn? Ii. Achso, ja, bei mir sind die... Hä? Bei mir fliegen Colas durch die Luft. Bei mir sind die woanders, komischerweise. Das ist ja interessant. Guck mal, hier sind noch 2, die zusammengebunden wurden mit Schlägern und so. Ich weiß nicht, nee, bei mir hängt hier so eine Wäscheleine aus Gedärmen und... Okay. Glaube, stehen. Also hier müssten eigentlich überall so Tennisspieler sein. Glaube, stehen. Ja. Er zieht halt noch eine halbe Stunde durch, weißt du? Ich bin schon längst in der nächsten Höhle. So, Wie der Griffin, wenn er sich das Bein gestoßen hat. Ja, genau so.
Hör mal, ein paar Bomben könnte ich, ein paar Bömmchen könnte ich aber machen, oder? Ja. Ja, weißt du, sind die so effektiv? Weiß ich nicht. Ich habe nur noch 3 Uhren. So, was braucht ihr nochmal? Münzen dreimal. Die Münzen sieht man mal, die sind so klein. Geld und dann Alkohol, ne? Hallo? Und dann kann ich noch... Ah, eine Kopfbombe kann ich auch noch machen, stimmt. Klebriger Sprengstoff, auch schön. Ich habe immer mal 3 Bomben gemacht gerade. Eine Kopfbombe? Ja, wenn du einen Kopf von Eingeborenen nimmst, dann kannst du ja auch eine Kopfbombe machen damit. Krass. Voll schön. Ich weiß nicht genau, kann man wahrscheinlich weiter werfen. Weiß gerade nicht genau. Okay, ja, wollen wir dann weiter zur nächsten Höhle? Warte, die werden die hier gar nicht markiert, ne? Mit welcher Farbe? Die ist lila. Lila. Ja, lila war es, genau. Markiere ich dir mal schnell. Also mit deinem Auge gleich auf mich, wenn du mich weiter produzierst. Eigentlich. Ja, wollen wir uns dann darauf einigen, dass lila die Höhlen sind, die wir schon abge... Aber da muss man ja immer alle neu markieren. Das ist immer so nervig dann, oder? Brauchen wir doch eigentlich gar nicht markieren. Wir haben die doch eh abgeschlossen, oder? Wir müssen uns vielleicht die Farben aufschreiben, welche wir schon abgeschlossen haben. Weil wir müssen ja jetzt nochmal alle abgehen für die Map. Wie ist sie? Das ist reit. Huch, ich habe einen Schluck auf. Ja, ist nicht gut, Tobi. Wo bist du denn? Ich stehe hinter dir. Was war das? Da hüpft einer durch die Bäume. Achso. Da. Warte. Warum tut der sowas? Ist er tot? Wir werden es herausfinden. Ich liebe diesen Pfeil. Alter. Direkt in den Kopf, Alter. Headshot am Baum. Noob, noob, noob. So, warte, ich probier mal was. Warte. Das ist ein richtig schönes Köpfchen, was du hast. Macht mir richtig Laune. So. Und jetzt kombiniere ich den Kopf mal mit einer Bombe. Ja, eine Kopfbombe, Tobi. Guck mal. Ich hab eine neue Pflanze entdeckt. Guck mal. Also. Was ist an der jetzt so besonders? Weiß ich noch nicht genau, ehrlich gesagt. Warum braucht man Alkohol für die Bombe? Für die Lunte oder was? Ja, was vielleicht, ich weiß nicht. Hm. Besser als Dynamit. Ja, das stimmt. So. Gut, Kopfbömmchen haben wir auch gemacht. Warte, ich muss doch noch mal eine Sache tun. Dass wir die noch nicht gemacht haben, Tobi, das wundert mich ein bisschen. Das ist mir echt ein Rätsel. So. Wo bist du denn? Hinter dir? En garde! Warte. Früher war der Fuß extrem cool bei den Viechern. Da konntest du nämlich, der hat nämlich automatisch angegriffen und der hat alle Gräser weggehauen. Das heißt, du konntest damit unendlich viele Blätter sammeln, indem du einfach mit dem Fuß durch den Wald gelaufen bist. Hä, wo ist denn die Hand? Ach, da. High five, Erik. Hey, high five. Warte. Kann ich... So. Huch, macht er die Hand weg. Warte. Was? Hallo. Komm, mach mal, Block. X. Aua, du aua. Bist. Warte mal. Oh, weißt du, was auch cool ist? Hm? Guck mal. Mit seinem eigenen Arm verprügeln. Arschloch. Greif uns halt nochmal an, Arschloch. Hier, komm, wir gehen mal zur blauen Flagge da drüben, oder? Ja. Was soll schon passieren? Wir sollten vielleicht vorher noch... was war das? Warst du das? Ja. Okay. Wir sollten vielleicht vorher noch irgendwo was Essbares suchen? Ich kann dir noch 2-3 Riegel geben, wenn du magst. Ja, Riegel habe ich auch. Das ist immer für einen Notfall. Oh, ich darf nicht teilen, hast du gehört? Okay, ja, schade. Ja, Gott ist böse, wenn du teilst. Gott will nicht, dass die Menschen teilen.
Sie sollen einfach nur leiden. Schön. Sehe ich aber auch ähnlich. Zu Recht, sage ich mal, Tobi, ne? Zu Recht. So. Sind wir hier am anderen Dorf? Am Gannendorf? Da oben müsste jetzt das andere Dorf drauf sein. Theoretisch. Da waren wir auch schon mal. Und da müsste dann auch die Höhle sein, glaube ich. Hallo, Erich. Hallo. Hallo, Tobi. Hallo. Hallo. Wir kommen in Frieden. Wir kommen in Frieden. Diese Hand ist von einem Menschen. Wir reichen euch unsere Hände. So, guck mal, da vorne ist ein Dorf, die nehmen uns bestimmt auf. Die Schippe, ja. Aus dem Weg, ihr Büsche. Büsche, Büsche. So, das ist die Hand eines Umweltsünders. Das war mal ein Dieselfahrer. Frevler! So. Na, ich habe eigentlich gehofft, dass hier... Da ist das Flugzeug. Ich guck mal kurz die Liste. Oh ja. Das ist eine gute Idee. Also bin ich das andere Teil von dem Flugzeug, oder? Nein, das ist wahrscheinlich in den Schneebergen, würde ich vermuten. Ah, das kann gut sein. Weil auf der Insel hier sind wir schon fast alles abgeklappert, also... Oh, und hier oben gibt es bestimmt noch was zu essen wieder, ne? Ja, aber so eine richtige Karte ist das jetzt nicht, ne? Wo wirklich auch man sieht, wo man gerade ist. Das ist eher für Höhlen gedacht, oder wie? Also man müsste auch die Insel darauf sehen, aber ist, glaube ich, noch relativ klein. Hier ist die Liste, ich Idiot. Wieso habe ich die nicht gesehen? Weil ich wahrscheinlich hier die ganze Zeit nur Fressen geholt habe. Oh, Fressen, da sehe ich nichts anderes. Und hier kriege ich auch ein Metalltablett. Okay, ich trinke nochmal eine Cola hier, da kann ich nochmal eine aufheben. Neuer Eintrag auf deiner To-Do-Liste hinzugefügt. Jetzt habe ich die Liste. So. Da ist auch noch lecker Essen. Habe ich mir trotzdem mal rein. Ruhe in Frieden! Sei gepriesen! Im Namen des Herrn! Und des Hirten und des Heiligen Geistes! So. Amen! Ah. Was hast du da gerade rausgeholt? Weißt du doch noch. Ach, das ist das Kleid. Was, habe ich jetzt auch das Kleid an? Ja, Mann. Ja, nice. Ich will das ein bisschen anbehalten. Der Mutantenrüstung auch noch. Ja, schön. Noch ein Käffchen daher. Wohl billig gebucht. Tobi? Ja. Hä? Kann man dir gerade irgendwas mit E machen? Hä? Wieso kann ich bei dir irgendwas mit E machen? Fass mich nicht an. Warte mal. Ich kann bei dir auch was mit E machen. Hä? Wir haben gerade gegenseitig die Arme geklaut? Ich habe gerade deinen Arm geklaut? Cool. Ciao. Jetzt kannst du... Ich hab deinen Arm. Ach so. Hier, klau doch mal einen. Hast du auf den Arm genommen, wa? So. Ich wusste gar nicht, dass man die klauen kann gegenseitig. Ist irgendwie schön. Hat was Heimliches. So, ja, blaue Flagge. Ja. Oh, ein bisschen dicht. Der Wald, der Wald. Es ist so bitterkalt. Na. Freestyler! Ah, ich wollte gerade Lurche erschlagen mit der Hand. Das ist die Hand von Maradona, ist? Hat er mal einen Lurche erschlagen? Seinen eigenen vielleicht? Nee, das ist die Faust Gottes, Mann. Ach so. Maradona. Ach so. Die Faust Gottes, damit habe ich über Minecraft gebaut. Oh. Wusste gar nicht, dass es Maradonas war. Ja. Okay, krass. Heute riecht die wahrscheinlich nur nach Koks.
Dann dürfte ich auch ein bisschen eingeschrumpelt sein, wa? Wie viele Minuten sind wir eigentlich gerade? Ich habe keine Timer gestellt. Es ist erschreckend, was Drogen innerhalb von wenigen Jahren aus Menschen machen können. Das stimmt. Ne? Okay, ja, also... Ja. Gut, die blaue Höhle ist weit weg. Ach, ich glaube, die lohnt sich, die lohnt sich. 5 Minuten haben wir noch, da können wir nochmal zur blauen Höhle stratzen, glaube ich. Ein 10er, wenn du da runter springst. Mit einem Segelgleiter soll es gehen. Segelgleiter? Oder hinten sind welche. Segelgleiter. Hä, es gibt Segelgleiter? Was gibt's in dem Spiel eigentlich nicht? Die Segelgleiter sind mit dem letzten Update noch dazugekommen, genau wie das komische Gyros-Monster, was wir letztes Mal gesehen haben. Oh, Vorsicht, lass sie mal gehen. Die haben so ein Feuerhain dabei. Lass die mal gehen. let the people go. So, ich hoffe, die sind weitergelaufen, wenn die wissen, was gut für die ist. Ich bin frustriert, ich schlage gegen einen Baum. Die sind noch nicht weitergezogen. Also noch nicht weit genug. Finde ich nicht gut. Naja, es könnte Probleme geben. Sag denen mal, dass die sich verpissen sollen. Ich ruf an. Die stehen da. Da stehen die am Loch, Tobias. Ich meine, du kennst dich ja damit aus, ne? Wir könnten sie schubsen. Also was habe ich noch nie gemacht. Achso. Aber ich frage mich halt, wo du die Ideen hier nimmst, die guten. Ja gut, die stehen am Loch. Guck mal. Die stehen direkt am Loch und man könnte... Ah. Ja, das sieht cool aus. Ah. Alter! Okay, mit der Hand verprügeln ist keine gute Sache. Die Hand ist zu langsam. Oh, Vorsicht, die haben so einen Kreuztypen dabei. Ja, warte mal, lass mich mal kurz das anziehen. Es sind sogar zwei Kreuztypen. Oh, Alter, wie ist die Ruckel. Ja. Oh, da ist der Feuerschmeißer. Den müssen wir zuerst holen, eigentlich. Oh, der hat den Baum angezündet. Ja, Alter, wie ist der ruckelt? Nein, oh Mann, jetzt, wenn's ruckelt, kriege ich hier aufs Maul oder was? Wegen Freezes. Oh, willst du mich verarschen? Ruckelt bei mir aber gerade auch. Aber richtig massiv. Vorsicht. Oh, Alter. Alter, wie das ruckelt? Warum ruckelt das denn jetzt? Boah, Alter, teilweise ist das aber dann echt unspielbar. Ich verstehe nach wie vor immer noch nicht, warum. Keine Ahnung. Oh, zeigen Sie mir Ihre Brüste, junge Dame. Boah, Alter, willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Es ruckelt und ich habe einen Freeze und er schlägt auf mich ein oder was? Ich kann nichts machen? Oh. Was ist denn mit dem Spiel? Sind das zwei? Ist denn mir noch einer? Nee, ist nur der eine. Ah ja, dann frage ich mich, wie der mich getroffen hat. Zum Glück ist Mutantenrüstung sehr stabil, aber... Sag mal, wohnen wir hier nicht in der Nähe? Ja, kann sein. Wir sollten vielleicht doch einen Knochenkorb machen. Naja. Kann man aus den irgendwas machen aus den Beinen und sowas? Ja, du kannst sie halt essen, ne? Echt? Ja. Möchtest du vielleicht nicht. Essbar, tatsächlich. Ja, du kannst sie auf dem Feuer machen und kannst sie wegknuspern, aber das ist nicht gut. Ach so. Das hat Einfluss auf deine Psyche nach und nach. Und je mehr deine Psyche runtergeht durch Menschenfleischgenuss,
Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, was da passiert. Vielleicht werden wir dann auch einer von ihnen. Das kann sein. Oh, du hast ja ganz viele Pfeile in dem hier. Du hast einen Pfeil in mir. Du hast einen Pfeil in mir. Aus dem Grund habe ich aber wieder diese komischen Freezes hier alle paar Meter. Ja, jetzt schon wieder. Ich frage mich, woran das liegt. Und ich bin blutüberströmt. Ich muss mal kurz ins Wasser. Wasch dich. Wasch dich mal. Finde ich nicht gut. So, ich bin gewaschen. Und Hunger habe ich auch. Wir könnten noch mal kurz nach Hause und was essen. Boah, Alter, was ist denn hier los? Ruckel die Bubbel. Ich kann gerne erstmal nach Hause schnell flattern. Da können wir auch was zu essen vielleicht nochmal auf dem Grill hängen oder so. Das ist eine gute Idee. Ich hole mal schnell ein paar Fische hier aus dem Teich, falls da gerade aktuell... Ne, die sind zu weit weg. Oh, das ist ein Fisch. Und Kugelfisch. Ach, hier, lol, hier sind wir ja schon zu Hause. Ja, deswegen ja. Ich habe heute keine Orientierung irgendwie, keine Ahnung. Na gut, ich habe es ja schon ein paar Mal gespielt. Da kenne ich das ja. Ja, gut, das ist... Nee, sicherlich, Tobias. Ja. Ja, hat immer noch nicht geregnet, immer noch kein Wasser. Geil. Ich glaube, ich starte Forest dann gleich nochmal neu zwischen Aufnahmen, weil das ist momentan echt so ein bisschen... Das läuft nicht so knackig, wa? Ne, knackig. Also letztes Mal, als wir gespielt haben, da war es ja erst komplett nach der Aufnahme, falls du dich erinnerst, ne? Da hatte ich ja dann die Probleme. Echt? War das nach der Aufnahme? Ja, doch, stimmt. Stimmt, doch. Genau. Diesmal habe ich es aber mittendrin. Das ist scheiße. Das ist störend, sah ich dir auch. Störend. So. Dumpf. Moin! Sach! So, ich gönn mir mal. No. Zwiebel der Rinderzeug. Lecker! Oh, was für ein Hochgenuss. Ah. Mann, oh Mann, das war eine Reise, Tobi. Ah, warte mal. Eine Sache noch schnell. Das wäre mir sehr wichtig. So. Dann hier drüben. Ach, die Schädels. Ja, stimmt. Die kann man nochmal schnell, oder? Kann man nochmal schnell dran. Ja, kann man nochmal schnell. Ich mache auch nochmal schnell gerade. Kann man nochmal schnell. Eben, da geht der flottige Lobby. Kann man doch mal schnell. Oh, hier hat's für mir 3 Sticks, weil ich gerade drin welche schon aufgegangen habe. Wo kriege ich denn jetzt 3 Sticks her, Mann? Ich habe welche, ich komme. Ja gut. Wollte ich jetzt da nicht extra hinschicken. Wo denn? Ja, da fehlen noch 3 Beine bei dem einen Ding. Hier auf der anderen Seite. Bin schon da, wo denn? Da einfach gucken, da drüben. Ach, da unten. Okay. Und ein Schädel fehlt noch. Habe ich auch noch einen. Ach, da hinten. Ha, 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 ha. Ach da. Oh, shit. Ha, 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 ha. Arschloch. Ja, siehst du. Sieht aber schon geil aus. Ne, finde ich auch, das mit den lauter Schädeln und so, das sieht ganz cool aus. Nee, doch, ist schön. Ne? Wenn man überlegt, dass alles Menschen waren und wir können ja echt nochmal ein paar aufstellen. Immer so in 10er schüben, geht ja auch mal relativ flott. Ja gut, es gibt aber auch genug Menschen, oder? Also, ja, na klar. Also wenn es danach geht, können wir 1 Milliarde mehr machen. Eben. Und dann kann man wirklich sagen, ja, jeder Stern, den du siehst, ist ein Mensch. Das ist so ein riesiges Hochhaus in der Ferne, weißt du? So unser Haus. Und dann sind überall so Fackeln da drum. Voll schön einfach, Tobi. Das stelle ich mir echt voll schön vor. Hm, voll das Psychopathenhaus, aber nett. Das ist echt schön. Hm. Gut, würde ich sagen, nächste Folge Blaue Höhle. Ja. Das ist unsere nächste Aufgabe. Wir müssen die Map irgendwie nicht fertig machen, aber zumindest mal ein bisschen abklabustern, dass wir wissen, wo wir was verpasst haben bis jetzt. Ja, das finde ich gut. Finde ich gut. Ja. Endlich haben wir eine Map. Geil. Ja, Mann. Alles klar. Dann nächste Folge, nächste Höhle. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.